Ich finde, eigentlich haben wir das recht diszipliniert gemacht. So wie der Trainer es vor dem Spiel gesagt hat, haben wir die Anweisungen alle gut umgesetzt. Grundsätzlich finde ich, haben ein paar Offensivakzente gefehlt, aber im Ganzen haben wir das eigentlich sehr gut gemacht, finde ich. Natürlich war das eine neue Rolle auch für Tarek zum Beispiel, weil finde ich, haben die Jungs großartig gemacht. Benno sowieso ein sehr guter Spieler, hat das dann auch sehr gut umgesetzt mit den neuen Aufgaben. Generell ein großes Kompliment an die ganze Mannschaft, haben sie alle sehr, sehr gut gemacht, auch mit den neuen Aufgaben sehr gut gemacht. Mein Trainer hat mir am Donnerstag die Nachricht gegeben, dass ich hier spielen darf. Bin ich natürlich sehr fröhlich drüber, aber war natürlich sehr anstrengend. Gestern ein schweres Spiel gehabt, viel gelaufen. Aber heute dann Gott sei Dank noch 5 Minuten durfte ich spielen. Finde ich sehr gut, freue ich mich natürlich sehr drüber. Und gestern Meister geworden. Nochmal Grüße an meine Jungs von der zweiten. Sehr gut gemacht, Jungs. Es ist dazu gekommen, weil die ersten Herren viele verletzte Spieler hatten und dann brauchten die halt ein paar Leute, die aushelfen. Das durfte ich dann Gott sei Dank sein. Darüber bin ich sehr stolz, weil ich mein ganzes Leben schon hier in Dassendorf wohne. Und schon seitdem ich klein war, eigentlich mein Traum war, mal für unsere ersten Herren zu spielen und generell hier zu spielen. Früher im Jugendbereich hier gespielt, jetzt wieder zurückgekommen. Bin ich sehr stolz drüber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.